Ja, wir wurden heute zu einem Wohnhausbrand alarmiert, wo nicht sichtlich war, ob eine Person noch im Gebäude drinnen ist. Wir sind dann vor Ort gekommen. Durch mehrmaliges Klopfen hat uns der Hausbewohner aufgemacht. Wir haben dann den Löschangriff durchführen können. Dann hat sich herausgestellt, dass der Bewohner nicht damit zufrieden war, dass wir da drinnen waren. Jetzt hat er uns wieder rausgeschmissen, auch unsere Leitung wieder rausgeschmissen. Wir haben dann nicht weiterarbeiten können, weil er auch die Türe versperrt hat. In diesem Zuge ist dann die Kobra gekommen und wir haben dann gewaltsam mit der Kobra die Tür öffnen müssen, dass wir unsere Löscharbeiten beenden haben können.